Hier sind wir wieder bei unserer Aufgabe. Die Turing-Maschine, die stammt aus dem Foliensatz. Und die erste Aufgabe ist, das Zustandsdiagramm zu erstellen. Schauen Sie sich diese Tabelle noch ganz kurz mit mir an. Es gibt ein From-State und ein To-State. Und das Erste, was wir herausfinden wollen, ist, wie viele States es überhaupt gibt. Wenn sich die Spalte hier mal anschauen und hier die Spalte vom To-State, werden Sie sehen, dass es insgesamt 4 Zustände gibt. 1, 2, 3 und 4 heißen die auch. Und dann schlussendlich noch hier unten den Haltzustand. Das heißt, für unser Diagramm, auch da erinnern Sie sich bitte, Zustände müssen durch Kästchen mit abgerundeten Ecken gezeichnet werden. Also hier ist mein kläglicher Versuch, Kästchen mit abgerundeten Ecken zu zeichnen. Und die Kästchen bekommen jetzt die Bezeichnung der verschiedenen Zustände. Also hier 1, da 2, da 3, da 4. Und Halt lassen wir noch für einen Augenblick außen vor. Sie wissen, das ist dieses Symbol, so ein Kringel, der einen Kreis außen drum herum bekommt. Schauen wir uns jetzt an, wie das übertragen wird, diese Tabelle in das Zustandsdiagramm. Gehen wir dafür die erste Zeile durch. Sie sehen, der From State ist 1 und der To State ist 1. Das heißt, die Transition, die wir zeichnen werden, die zeigt auf sich selbst, also auf den gleichen Zustand, auf den Zustand 1. Und Sie sehen, Read, Write und Move. Read ist das Ereignis, also was der Lesekopf lesen wird. Das annotieren wir an der Transition mit einer 1 und dann einem Schrägstrich. Jetzt kommt die Aktion für Write. Es wird eine 1 geschrieben und, Komma, es gibt eine weitere Aktion. Nach links wird der Kopf bewegt. Man könnte das ausführlicher hinschreiben mit Read 1 und dann Schrägstrich, Write 1 und Move. Ich schreibe das mal hier drunter, Move L. Wir vereinbaren für diese Veranstaltung eine Kurzschreibweise, so wie Sie das eben gesehen haben, dass wir nur die Kurzschreibweise angeben, welche Symbole gelesen werden und wohin sich der Kopf bewegt. Gehen wir in die zweite Zeile. Da sehen Sie, dass der From State 1 ist und der To State ist 2. Also die Transition von 1 nach 2. Von diesem Zustand zu dem anderen. Wir lesen eine 0, annotieren das hier, schreiben eine 1, Komma, und die Aktion R. Bitte auch genau in dieser Reihenfolge, das dürfen Sie nicht einfach verdrehen. Die nächste Zeile, vom Zustand 2 in den Zustand 3. Von 2 in den Zustand 3. Wir lesen eine 1 und jetzt kommt die Aktion. Wir schreiben eine 0 und bewegen den Kopf nach rechts. Die folgende Zeile, von 2 nach 3. Oh, ich habe gerade einen Fehler gemacht, wie Sie sehen. Ist Ihnen das aufgefallen? Das können wir hier alles so schön rückgängig machen. So, ich hatte nicht aufgepasst. Die Zeile, die dahin kam, das passiert schnell. Sie sehen auch, das ist wichtig für die Klausur. Es geht also von 2 auf 2. Dann haben wir eine 1 gelesen, eine 0 geschrieben und den Kopf nach rechts bewegt. So, jetzt kommen wir von 2 auf 3. Wir lesen eine 0, schreiben eine 1 und bewegen den Kopf nach links. Von 3 auf 3. Hoppala. Von 3 auf 3. Wir lesen eine 0. Schreiben eine 0 und bewegen den Kopf nach links. Die vorletzte Zeile von 3 auf 4. Von 3 auf 4. Wir lesen eine 1, schreiben eine 1 und bewegen den Kopf nach rechts. Und jetzt sind wir bei der letzten Zeile angelangt.
von 4 auf Halt. Jetzt müssen wir den Haltezustand eintragen. Wir wussten vorher noch nicht, wo der genau ist. Ich setze ihn mal gerade hier hin. Kleiner schwarzer Knubbel und ein Kreis drumherum. Von 4, sorry, das soll eigentlich an den Rand gehen, 4 auf den Haltzustand. Wir lesen eine 0, schreiben eine 0 und dann den Kopf nach links bewegen. Das, was uns jetzt noch fehlt, ist die Auszeichnung des Startzustandes. Da müssen Sie in die Aufgabe schauen. Das sehen Sie dann im zweiten Teil der Aufgabe. Der Anfangszustand, Startzustand, das ist die 1. Das hätte nicht so sein müssen. Also tragen wir hier noch den Knubbel und eine Transition hier drauf, ohne weitere Bedingungen. Jetzt ist das Diagramm vollständig von dem Knubbel auf den Zustand 1. Es ist übrigens völlig wichtig, dass Sie diese Diagramme exakt so zeichnen, wie ich Ihnen das gerade vorgemacht habe. Wenn Sie so etwas in der Klausur tun sollen, gibt es die, aus Erfahrung weiß ich, dass diese Fehler wie die Ecken, ne, die nicht abzurunden, das ist ein typischer Fehler. Was ein anderer Fehler ist, dass hier kein Komma geschrieben wird bei den Aktionen, dass die vertauscht werden oder auch, dass der Schrägstrich nicht gesetzt wird. Bitte halten Sie sich genau daran, das sind alles so Konventionen, das müssen Sie lernen, auch in einem solchen Studienfach, sich an solche Vereinbarungen zu halten. Das ist mit Teil der Lösungskompetenz, die Sie mitbringen sollen. Widmen wir uns dem zweiten Teil der Aufgabe, dass wir jetzt ein Wort, das sich auf dem Band der Turing-Maschine befindet, abarbeiten sollen. Und sehr entscheidend auch für diesen Teil der Aufgabe ist es, eine klare Regelung zu finden, wie man so etwas aufschreibt, das für alle Beteiligten nachvollziehbar bleibt. Wenn wir einmal das Wort übertragen, Sie können sich, ich male das jetzt mal anfangs hier so rein, wir brauchen ein bisschen Platz dafür. Wenn wir das Wort anlegen, Sie können sich hier vorstellen, das wäre das Band und das hier sind die einzelnen Zellen, die wir haben. Wir brauchen natürlich nicht unendlich viele. Sie wissen, immer wenn nichts auf dem Band steht, dann ist es das Vorbelegungszeichen. Hier diese Aufgabe kommt ohne Vorbelegungszeichen aus. Wir brauchen das nicht zu wissen in dem Fall, weil das nicht von Relevanz hier für diese Aufgabe ist. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 0. Und unser Schreiblesekopf befindet sich gerade an dieser Stelle hier. Das heißt es dort in der Aufgabe Startposition ganz links mit dem Anfangszustand 1. Wir sind also im From State 1 im Augenblick. Wir markieren das einmal dadurch, dass wir zuerst den Arbeitsschritt bezeichnen. Das ist die Ausgangssituation, dass der Arbeitsschritt 0. Dann wird der nächste kommen, der übernächste und so weiter. Wir schreiben das einfach untereinander. Wir werden uns es jetzt ersparen, dauernd dieses Band hinzuschreiben. Wir machen nur die neue Situation auf dem Band, werden wir hinschreiben. Und dann, wir haben markiert, wo ist gerade der Schreiblesekopf und wir müssen den aktuellen Zustand uns klar machen. Das ist der Zustand 1, den wir gerade haben. Ich markiere den mal gerade hier so. Wir sind im Zustand 1. Jetzt müssen wir nachschauen in unserer Tabelle, was passieren wird. Wenn wir im Zustand 1 sind und eine 0 lesen, das ist der gelb eingefärbte Bereich, dann kommt nur noch dieser Teil der Tabelle zum Tragen. Alles andere ist was ganz anderes. Dann sind wir entweder in einem anderen Zustand oder haben was anderes gelesen. Also die erste wäre zwar auch Zustand 1, aber da müssten wir eine 1 gelesen haben an dieser Zelle. Das ist also die Reihe, Zeile, die wir in der Tabelle identifiziert haben. Jetzt können wir weiterlesen. Wir wissen, dass wir jetzt an diese Stelle eine 1 hinschreiben müssen, wenn wir neu wie so ein Daumenkino die neue Zeile hinschreiben und den Kopf nach rechts bewegen werden. Also hier. Und der neue Zustand wird sein,
eine 2. Das ist der, upsa, das ist der neue To-State, das ist die 2. Und den Rest des Bands schreiben wir einfach ab. So, und da wissen wir nicht, was da ist, ist für die Aufgabe auch nicht relevant. Hier habe ich noch vergessen, auch die 1 hinzuschreiben. Jetzt sind wir in einem neuen Zustand, 2, und lesen eine 1. Also gucken Sie wieder nach in dem From-State. Wo haben Sie eine 2? Hier. Und was lesen wir gerade? Eine 1. Also kommt nur diese Zeile hier in Frage. Die gibt uns jetzt Auskunft darüber, was wir in die Stelle schreiben müssen. Das wird eine 0 sein. Und wir müssen den Kopf wieder nach rechts bewegen, dahin, und den neuen Zustand uns merken. Wir sind danach im Zustand 2. Den Rest schreiben wir einfach wieder ab. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Sie sehen, dass hier die ganzen Zeitschritte, wenn Sie so wollen, sind. Der Nullte, die Ausgangssituation, dann der Erste, Zweite, Dritte und so weiter. Ich werde jetzt kurz das Video anhalten und diese Tabelle weiter ausfüllen. Ich möchte Sie einmal auffordern, dasselbe auch zu tun. Halten Sie kurz das Video an und setzen Sie diese Tabelle fort. Haben Sie es gemerkt? Das war eine unglaubliche Fleißarbeit, die man hier leisten muss bei dieser Aufgabe. Wir waren eben hier bei diesen Schritten und dann habe ich das hier runter weitergemacht. Und es bleibt die ganze Zeit bei dem Zustand 2 und Sie sehen, wie hier das einfach rüberläuft. Und immer passiert das Gleiche, bis wir dann endlich an dieser Stelle hier bei 7 in dem Zustand 2 nicht mehr eine 1 lesen, sondern eine 0. Dann wechseln wir in 3 und dann geht es hier rüber, bis wir da unten in dem Dreierzustand die 1 anfangen zu lesen und dann auf die 4 wechseln und schlussendlich hier bei Halt ankommen. Das ist alles ein ganz, ganz mühsames Verfahren. Sie sehen, eine Maschine macht so etwas und erfahrungsgemäß ist es so, dass diese erste Aufgabe, auch wenn sie so etwas stumpf ist, ist aber trainiert, in dieser Tabelle nachzuschlagen. Wir werden noch einige andere Übungsaufgaben machen, die werde ich Ihnen geben. Die können Sie dann alleine probieren. Die sind ein bisschen sinnhafter von dem, was Sie da zum Teil tun. Wenn Sie so eine Aufgabe gelöst haben, dann schreiben Sie, wenn das nicht anders von Ihnen gefordert ist, das Ergebnis ist, und dann schreiben Sie die Situation hin. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 und dann kommt eine 1. Dann können Sie noch markieren, da befindet sich der Schreiblesekopf oder Position des Schreiblesekopfs. Und damit ist die Aufgabe dann fertig. Lösen Sie andere Aufgaben ähnlich. Das ist ein ganz eigener Aufgabentypus, den ich immer wieder in den Klausuren habe, der genau mit diesen zwei Anteilen drankommt. Einmal das Diagramm erstellen und zum anderen die Ausführung der Turing-Maschine. Was Sie damit trainieren und üben sollen, ist ein formaler Umgang mit so einem solchen System. Das ist eine besondere sich einlassen auf diese Maschinenwelt, die relativ stumpf erstmal abzuarbeiten ist. So, dann probieren Sie sich an nächsten Aufgaben, schauen Sie sich sonst nochmal dieses Video an. Viel Erfolg dabei!